Hallo, hallo und willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Let's Play Together. Es hat ja ein bisschen... Doppelt hält besser, ne? Wenn man es einmal Hallo sagt. Ja, das, weiß nicht, das habe ich mir so angewöhnt. Hallo und hallo und herzlich willkommen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, frag mich nicht. Du Otto. Ich Otto, ja. Und zwar, ist mir... jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, Lars. Und zwar ist dir? Nee, das wollte ich eigentlich, da hatte ich eigentlich gar nichts, was ich sagen konnte. Ist ja auch eigentlich egal. Also im Prinzip ist es jetzt ein bisschen her, dass wir das letzte Mal eine Folge veröffentlicht haben. So. Und ich muss ehrlich sagen, ich mach meine Axt ist kaputt. Und ich habe auch keine. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch keine Ahnung mehr, was hier, wo wir gerade dran waren. Ja, ich habe auch keine Ahnung mehr, was in der letzten Folge passiert ist und so weiter und so fort. Denn die letzte Folge ist jetzt, ja, also dass wir die aufgenommen haben, ist circa anderthalb Monate her. Tja. Wenn nicht sogar noch länger. Aber jetzt, Anfang Mai, machen wir jetzt wieder neue Folgen. Beziehungsweise, wir haben ja jetzt Mitte April, ne? Ja, jetzt haben wir Mitte April, aber für... Covid macht's möglich. Covid macht's möglich. Und auch Minecraft ist jetzt quasi genauso wie unser gesamter Kanal dem neuen Aufnahmekonzept zum Opfer gefallen. Oh, hier ist ein Creeper. Agrippa. Oh, und der greift mich an. Natürlich greift er mich an, was auch sonst. Komm her, du. Komm her, du Süßer. Komm. Dem auf jeden Fall aufmerksamen Beobachter der Videos wird demnach dann aufgefallen sein, dass die Videos jetzt Bock. So. Dass die Videos jetzt. Ja, das ist richtig. Dass die Videos jetzt nur noch wöchentlich veröffentlicht werden. Das heißt, Minecraft wird jede Woche Samstag um 20 Uhr rauskommen. Quasi zur Primetime, so wie Lars schon sagte. Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Aber gerade eben in unserem Gespräch. Ja. Ich befürchte, dass wir gar keine aufmerksamen Zuschauer haben, Henrik. Doch. Tatsächlich. Tatsächlich. Das war total witzig. Ich habe eine Zeit lang kein The Hunter im... Ja, wir haben The Hunter auch gar nichts mehr. Alter, wir müssen auch noch The Hunter aufnehmen. Was? Henrik. Ja? Ich habe einen Mega-Wortwitz. Ja, hau raus. The Hunter war auch gar nichts mehr. Der ist schlecht. Der ist wirklich, der könnte von mir sein. Nee, du machst so viel Witz. Sag mal, was macht denn eigentlich das Schwein, das Schaf und das Huhn in dem Boot da hinten? Das klingt wie ein schlechter Witz. Nein, guck. Ist das Schwein raus? Das Schwein ist ausgestiegen, ja. Scheint wohl illegales Glücksspiel zu sein da hinten. Ja, wahrscheinlich. Pokern da in dem Boot. Ich glaube auch, und zwar ziemlich hoch. Henrik, wieso reißt man das Haus eigentlich gerade ab? Weil war das nicht das, wo du dich letztes Mal vehement gegen gewehrt hast, das abzureißen? Nein. Doch? Echt? Ja. Oh, erinnere ich mich nicht mehr dran. Ja. Ja, also das bedeutet für Minecraft im Prinzip Folgendes. Die Folgen sind jetzt 15 Minuten lang. Und wie sind wir eigentlich damals darauf gekommen, 20 Minuten Folgen zu machen, Lars? Glaub, das war einfach irgendwann so, oder? Weil wir zu viel produziert hatten, oder? Nee. Doch, ich glaube schon. Echt? Ja. Sollen wir schlafen gehen? Ja. Der hat mich überrascht. Und aber er hat mich nicht gehittet. Also ganz, ganz komisch. Er war wahrscheinlich selber überrascht. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Würde mich auch erschrecken von mir selber. Fritz hat das Spiel betreten. Ist ja spannend. Ich hab das Spiel betreten? Nee, das war noch von vorhin. Aber ist na, was mit dieser Zombie hier? Warum sind hier keine Fackeln? Keine Ahnung.
Ja, also wie gesagt, die Folgen werden 15 Minuten lang sein, jede Woche Samstag um 20 Uhr veröffentlicht werden. Ja, das ist es auch im Prinzip schon. Diese Maus regt mich. Ich habe im Moment, also anders. Meine Maus ist ja defekt, ne? Habe ich ja schon mal erzählt. Ja, oder? Ja, ich erinnere mich dran. Ne, wo man dann, wo die hat immer so Doppelklicks produziert und so, ne? Und ja, bei The Hunter, wenn du einfach geschossen hast. Ja, genau. Und jetzt habe ich mir endlich mal eine neue gegönnt. Aber wie soll es anders sein? Die kommt aus China. Und jetzt hast du Corona oder was? Nee, und jetzt wird nicht geliefert, weil die aus China kommt. Ach so. Ja, und jetzt spiele ich aktuell mit der einen Maus, die wir uns damals bei hier Firma-Einsätzen gekauft haben. Hier bitte, ja, bei dem Namen da an der Ecke, bei dem Laden da an der Ecke, da an der Straße, ne? Ja, genau. Ja. Ja. An der großen Straße da. Ja, ja, genau, an der Riesenstraße da. Ja, der Stadt mit D. Die mit der Kreuzung. Genau. Haben wir eigentlich eine Workbench irgendwo? Ah ja. Ja, draußen. Mit einem Weg. Nee, hier unten auch. Ach echt? Ja. Krasser Scheiß, krass. Alles geregelt, Henrik, dass hier unten eine Workbench steht. Boah, ey. Ich konnte mich tatsächlich auch schon gar nicht mehr dran erinnern, was wir hier zuletzt gemacht haben. Ich mich auch nicht. Also, als ich gerade die Welt betreten habe, habe ich gedacht, Mensch, krasser Scheiß. Ich habe mir gedacht, nicht mehr. Das haben wir gebaut. Wann war das denn? Ja. Das ist einfach schon so lange her, ne? Also, ja. Du wolltest von was erzählen wegen der Hunter. Ja, The Hunter müssen wir auch nochmal aufnehmen. Dass du einen aktiven Zuschauer hast da. Ja, tatsächlich. Ah, ja, genau. Total cool. Der hatte tatsächlich dann irgendwann mal gefragt, wann neue Folgen rauskommen, als ich nicht produziert hatte. Und da war ich ein wenig verblüfft. Verblüfft, ja. Voll cool. Mega, ich freue mich für dich. Ja, Lars, wann bringst du denn nochmal was raus? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ein bisschen dauern noch. Weil in unserem Stundenplan haben wir ja noch ordentlich Platz für Folgen von dir. Ja, das Problem ist, das ist halt recht aufwendig bei mir, ne, weil ich dann extra Rollercoaster der Kunst starten müsste. Lars? Ja, ich bin noch da. Ah, okay. Das klang gerade so, als wärst du weg. Nee, ich muss runter jemanden begrüßen. Ah, okay. Und ich glaube, dass die Person nicht irgendwie mit in die Aufnahme möchte. Das weiß ich nicht. Da habe ich keine Expertise. Nee, brauchst du auch nicht. Nee, ist richtig. Reicht, wenn ich da die ausreichende Expertise mitbringe. Das stimmt. Henrik. Ja, Lars. Ich habe keinen Bock mehr, dieses Haus abzureißen. Das ist einfach nur ätzend. Kann man nicht TNT basteln? Ja, bastel dir doch TNT. Ja, aber wir haben da nichts dafür da, oder? Ja, doch, ich glaube schon. Zumal. Moment, glaube ich, hier vorne in den Truhen liegt da irgendwie TNT oder so, oder? Tatsächlich. Ja, ich habe TNT gefunden. Okay, pass auf, ich gehe mal besser weg. Aber guck, dass du nichts kaputt machst. Es ist nur ein Block, keine Angst. Das reicht bei dir schon. Ich habe auch kein Feuerzeug, das ist ein Problem. Ja, das kannst du dir ja ganz einfach machen. Hier ist ein Namensschild, da ist aus wie ein Feuerzeug, aber... Ich mache nochmal ein bisschen Terraforming hier, ne? Wofür? Was hast du vor? Eine Baumfarm. Eine Baumfarm? Ja. Henrik, muss ja sagen, mir gefällt die andere, die Hardcore-Welt, irgendwie besser, ne? Die war cool, ja. Also die ist cool, oder? Ich kann mich jetzt tatsächlich auch nicht mehr an die Hardcore... Ah, doch, das war doch die mit der Windmühle, oder? Ja, genau. Und mit der Scheune und allem drum und dran. Ja. Zip und zap. Stimmt, Stream müssen wir auch nochmal. Können wir nachher noch machen. Wir können jetzt eine Stunde aufnehmen. Ne? Haben wir 4 Folgen produziert, das reicht ja erstmal. Ja. Ja, ja.
Ich wollte Feuerzeug. Wie soll man ein Feuerzeug? Was soll das? Was brauche ich für ein Feuerzeug nochmal? Flintstone und also hier dieser Gravelstein und Kohle. Sicher? Warte mal. War schon viel zu lange her, ne? Nee, Eisen und Feuerstein. Okay. Das könnte auch am Eisen scheitern. Nee, wir haben so viel Eisen. Sicher? Ja. Sehr, sehr sicher. Ah, was? Niemals. Doch. Alter, wie viel ist das? Viel auf jeden Fall. Wir haben voll viel gesammelt. Oh, ich habe keinen Flintstone. Ja, ein Flintstone dürfte es aber auch nicht scheitern. Wir haben sogar Diamanten, krass. Ja, in dieser Welt haben wir echt gut Sachen. Ach, das weißt du, warum ich die Hardcore-Welt nicht so gerne spiele? Wo man da sterben kann? Ja. Und da ist es halt nicht egal. Du Muschi. Ja. Ja, da bin ich halt eigen, ne? Ja, ich merke das schon. Feuerzeug. Henrik? Ja. Ich guck einfach mal. Ich sehe ja noch gar nichts. Ja, ich muss erst mal gucken, wie ich wieder hochkomme. So. Haussprengung in 3, 2, 1. Eng. Das war sehr ineffektiv irgendwie. Dieses Feuerzeug zu bauen und das TNT zu suchen, hat mehr Zeit gebraucht, als einfach das Haus abzureißen. Wahrscheinlich, ja. Autsch, ich baue mal TNT. Wie baut man nochmal TNT? Was machst du? Hier Platz für die Baumfarm schaffen. Wieso baust du die Schlucht denn jetzt zu? Nee, ich baue die nicht komplett zu, ich baue die nur bis hier zu. Was tun für einer? Weiß ich nicht. Ja. Ach, weißt du, was wir auch mal wieder weitermachen müssen? Unsere ganzen Social-Media-Kanäle mal ein bisschen betreiben jetzt, wo wir das so ein bisschen wieder neu aufleben lassen hier gerade. Das stimmt, ja. Wobei Social-Media war immer mehr so dein Ressort eigentlich, ne? Ja. Da habe ich nicht so die Ahnung von. Ich habe da auch keine Ahnung von. Also, das ist ja nicht schwierig, was ja die Zugangsdaten. Dann einfach irgendwie mal 2-3 Mal was zu posten oder so. Ich glaube, das kriegst du hin. Ich weiß ja nicht. Nicht? Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich fasse es nicht, dass das mal passiert. Ich habe aber so viel Scheiß daran, ne? Du hast doch andauernd keinen Platz in deinem Inventar. Ach was, Sherlock. Achso, ich habe die Ironie nicht verstanden. Hier oben liegt noch ein einsamer Diamant rum. Ja, gönn dir. So, jetzt habe ich genug TNT, glaube ich. Na dann. Wie gesagt, gönne dir. Ich glaube, ich baue jetzt mich hier mal hoch. Ach du Kacke, was ist das denn? Du hast doch ein Feuerzeug, oder? Jo. Darf ich das haben? Nein, grad nicht. Dann danach. Ich habe nämlich keine Lust, diese... Hier. Hm? Schön.
Das war sehr effektiv. Ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns auch für diese Folge. Oder? Hast du was drauf? Hast du was drauf? Ja, ich habe hingeguckt. Extra. Das war cool, oder? Was wolltest du abreißen? Ich wollte tatsächlich die Bäume abfackeln. Aber lass uns erstmal schlafen gehen und mach mal ein bisschen Licht. Mach mal Licht. Ja, ihr Lieben, schön, dass... Ich brenne. Ja, ab ins Wasser mit dir. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lass doch... Oh, das war eine schlechte Idee. Ach, das geht ja auch, stimmt. Dann lasst uns doch bitte ein Like und ein Abonnement da. Das Abo könnt ihr jetzt ganz einfach da lassen, indem ihr einmal auf den Button oben rechts klickt. Und wenn ihr eine weitere Folge von unserem Kanal sehen wollt, dann klickt doch auf den Button unten rechts. Genau. Hast du noch was zu sagen, Lars? Ich brenne schon wieder. Alles klar. Bis dahin. Ciao, ciao.